Heute gibt's Pfannkuchen aus aller Welt. Von hauchdünnen Crepes über amerikanische Blueberry Pancakes bis hin zu fluffigen und grünen Eierkuchen. Haro gegen Profi Bernd. Bei wem läuft's heute rund? Es geht heute um Pfannkuchen weltweit. Auch super. Und ich habe mir gedacht, wir fangen am besten an mit sozusagen der Urmutter der Pfannkuchen. Ja? Den Crepes. Oh la la, los geht's mit dem französischen Klassiker. Und der besteht aus Mehl, Butter, Milch, Eiern und einer Prise Salz. Ein schöner Tipp ist trotzdem Sprudelwasser, weil es dann mit dem Mehl zusammen einfach eine Luftigkeit gibt, obwohl er ganz, ganz dünn ist. Dünn ist das Stichwort. Die Aufgabe, wer schafft es schneller, 5 hauchdünne Crepes zu backen? Bernd natürlich in der Pfanne. Ich habe mir da was anderes überlegt. Schau mal rein. Das Teil habe ich ausgegraben. Hauchdünne Crepes in nur 30 Sekunden. So das Versprechen beim Crepe Maker. Klingt nach einem sicheren Sieg für Haro. Bist du soweit? Warte mal, leuchtet er? Leuchtet. Leuchtet er? 3, 2, 1, los. Also startet die Motoren, denn Pfannkuchen brauchen Hitze und Fett. Haros Gadget braucht eine extra Schüssel mit Teig. Warum? Sehen wir, wenn die richtige Temperatur erreicht ist. Das Gadget sieht aus wie eine umgekehrte Pfanne und funktioniert auch so. Statt den Teig in die Pfanne zu geben, tunkt Haro die heiße Fläche in den Teig. So werden die Crepes hauchdünn. Außerdem komplett fettfrei. Nach nur 30 Sekunden ist Haros erster Pfannkuchen fertig, während Bernd noch auf seine Pfanne wartet. Das ist ein Crepe, das ist ein Wahnsinns, das ist auch schon ein bisschen dunkel. Wobei ich ganz froh bin, dass ich dir auch mal zuschauen kann, während ich warte, bis meine Pfanne einigermaßen, ja, und dann zählen. Endlich ist auch Bernds Pfanne heiß gelaufen. Bei meinem Crepe, weißt du, da ist so ein bisschen Körpereinsatz wichtig. Da muss man so ein bisschen drehen. Schau, zack, 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 drehen, 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 drehen. Man kann übrigens auch hier wunderbar geklärte Butter nehmen, die man so ein bisschen hier außen mit dem Pinsel an die Pfanne hinmacht. So brennt nichts an und Bernd kann leichter wenden. Der Profi kommt in Fahrt. Von 5 Pfannkuchen hat Bernd 2 und Haro 3 fertig. Übrigens, der typisch französische Crepe-Teig ist im Vergleich zum deutschen Eierkuchenteig flüssiger und hat weniger Ei und Mehl. Ah, heiß, heiß. Tada! Yes, oder? Ding, ding, ding. Bernds Crepes sind etwas fettiger. Und auch für die gleichmäßige Bräune würde Haro einen Extrapunkt kriegen, wenn er nicht eh schneller gewesen wäre. Also, klarer Punkt für Haro. Das war schon mal ein gutes Gadget, muss ich mal sagen. Weil ein gutes Reinkommen, guter Start. Ich gebe dir mal was rüber. Wir füllen natürlich jetzt die Crepe. Und zwar mit Schinken. Dazu noch eine herzhafte Füllung aus Schalotten, Spinat und Ziegenfrischkäse. Muskat drüber und fertig ist der herzhafte Snack. In Frankreich eigentlich als Dreieck gefaltet. Bei Haro gibt es die deutsche Pfannkuchenrolle. Es war aber knapp. Man kann sagen, wenn die Pfanne vielleicht schneller heiß gewesen wäre, ja, wäre es für dich noch knapper geworden. Aber gut. Das ist aber mal gut. Mhm. Schluss mit den Ausreden. Auf geht's zur zweiten Runde der Pfannkuchen-Weltreise in die USA mit Blueberry Pancakes. Diese Haltung, die dürfte dir schon bekannt vorkommen. Nein, ich ziehe nicht um. Ich bringe was mit. So. Die Aufgabe, wer backt schneller einen Blaubeerpfannkuchen? Dafür haben beide ihre eigenen Rezepte mitgebracht. Haro nutzt seine geliebte Mikrowelle, aber statt Mehl Proteinpulver. Dazu noch Eiweiß, Blaubeeren und Magerquark. Bernd bleibt traditionell mit einem Teig aus Mehl, Eiern, Milch und braunem Zucker. Bist du soweit? 3, 2, 1, los! Erster Schritt für beide, Eier trennen. Das Eiweiß vermischt Haro mit Proteinpulver. Das macht die Pancakes zum Fitnessfood mit wenig Kalorien und viel Eiweiß. Den Teig auf einen Teller und für 1,5 Minuten bei 700 Watt in die Mikrowelle. Aber auch Bernd hält sich an.
Er vermischt all seine Zutaten und dann ab in die Pfanne. Traditionell mit den Blaubeeren im Teig. Ich glaube, das wird cool. Bei dir sieht es noch aus wie so eine Suppe. Ist das gewollt? Ja. Aus Quark und Blaubeeren macht Haro die Füllung für seinen Pfannkuchen. Alles mega gesund und ohne Zucker. Dafür noch etwas Eiweißpulver. Nach 1,5 Minuten in der Mikrowelle ist tatsächlich sein Eiweißpfannkuchen fertig und goldbraun. Sieht zwar aus wie eine Mondlandschaft, aber solange es schmeckt. Stopp! Ja, fertig! Beim Pfannkuchen. Mit Haros Blitz-Pancake kann Bernd nicht mithalten. Aber wie heißt es? Qualität braucht seine Zeit. Zeit für einen Hack ist auf jeden Fall, denn Bernd wendet ganz profi-like mit einer zweiten Pfanne. Ziemlich clever. Jetzt nur noch anrichten und probieren. Ja, ja. Top. Haro war schneller. Aber wer hat die besseren Blueberry-Pancakes gemacht? Denn was nützt der schnellste Pfannkuchen, wenn er nicht schmeckt? Die beiden testen jeweils den Pfannkuchen des anderen. Wie wenn man beim Joghurt die Verpackung mit isst. Das ist geschmacklich super. Punkteteilung ist einfach nur, weil ich halt extrem schnell was total mach mal 1-1. Komisches gemacht habe. Also ein Punkt, ein Punkt. Machen wir oder? Ja. Okay, machen wir. Haros Pancake ist zwar schnell und kalorienarm, aber beim Geschmack gewinnt Bernd. Deswegen ein faires Unentschieden. Aus den USA weiter nach Japan mit Fluffy Pancakes. Und fluffig braucht Eischnee. Deswegen die Aufgabe, wer schafft es schneller, 3 Eiweiß steif zu schlagen? Wie machst du das? Ganz unspektakulär. Einfach nur aufschlagen. Fertig. Nur aufschlagen. Nicht mit dem Zauberstab, das wird nichts. Das wird nichts. Warum wird das nichts? Weil zu wenig Luft runterkommt. Das heißt, wichtig ist, dass es dann halt einfach sehr. Schau doch mal, was hättest du denn da? Bei diesem rotierenden Schneebesen soll ganz viel Luft ins Eiweiß kommen. Für den perfekten Eischnee. Mit wenig Kraftaufwand. 1, 2, 3, los. Schaumschläger. Also wer hat jetzt... Hast du das gesehen? Wie geht denn das? Bernd schlägt nicht nur das Eiweiß, sondern auch die Schüssel. Aber Scherben bringen ja bekanntlich Glück. Auch Haros Gadget braucht Kraft. Aber das Besondere, durch die Auf- und Abbewegung des Griffs dreht sich der Rührer abwechselnd nach links und rechts und kommt dadurch in Schwung. Bernd schlägt in schnellen, kreisenden Bewegungen. Übrigens, für den perfekten Eischnee einen Spritzer Zitrone dazu. Die Säure sorgt für mehr Festigkeit. Ach, Hauptsache nachgedrückt. Schau mal den Unterschied an. Hä? Ja, gut, okay. Haros Eischnee hätte noch ein paar Schläge vertragen. Aber gegen Bernds jahrelange Erfahrung kann das Gadget nicht mithalten. Punkt für Bernd. Jetzt wird's fluffy. Für die Pancakes den Eischnee mit Mehl, Zucker sowie Eigelb mischen und dann alles in Förmchen. Wichtig, diese nur zur Hälfte füllen, denn der Teig soll aufgehen. Deswegen heißen sie auch Soufflé-Pancakes. Am besten ein wenig Wasser in die Pfanne, so garen sie quasi im Dampf. Also echt lecker. Und schön fluffig. Da hat sich der Krafteinsatz ja gelohnt. Die Reise geht weiter nach Indonesien. Es gibt grüne Kokospfannkuchen. Dada Gulung Pandan. Dada heißt Pfannkuchen, Gulung gerollt, also gerollter Pfannkuchen. Irgendwie klar. Es ist kein Bananenblatt. Nee, das ist kein... Es riecht nach nichts. Es ist kein Aloe Vera. Es Pandan. Ist... Pandan. Wandan. Pandan. Wandan, ich weiß nicht wann wann. Das ist wie Gras. Das ist die das ist überdimensionale Form von Gras. Und es ist ein Gewürz, wenn man das so sagen kann, was genutzt wird für die Küche in Indonesien. Mhm. In diesem Fall.
cool. Die grüne Farbe der Pfannkuchen kommt von der Pandanpalme. Die ist ein wahres Superfood mit gesunden Inhaltsstoffen. Die Aufgabe, zwei Blätter fein häckseln. Bernd schwört auf einen klassischen Mörser. Aber Haro will mit mehr Kraft gewinnen. Ich habe auch etwas gefunden. Mhm. Schau mal da. Eine Gewürzreibe. Durch die raue Fläche soll alles effektiv zerkleinert werden. Was mit hartem Pfeffer klappt, soll doch an einer Palme nicht scheitern. Bist du bereit? Und wie? Halleluja. 3, 2, 1, los. Wer ist schneller? Bernd zückt sein Messer. Denn klein passt das Grünzeug besser in den Mörser. Jetzt kann er die Blätter in kreisförmigen Bewegungen mit dem Stößel zerquetschen. Auch Haro schneidet zuerst und füllt dann die Blätter in die Reibe. Das Besondere, Boden und Deckel haben kleine Kerben. Haro muss drücken und drehen. Dadurch zerkleinern sie wie eine Walze die Blätter. Je kräftiger er drückt, desto feiner das Ergebnis. Doch, das riecht gut. Wie frisch gemähte Wiese. Ja, das ist wirklich. Ich liebe frisch gemähte Wiese. Haro reibt so schnell er kann, aber er muss immer wieder neuen Platz schaffen. Bernd dagegen kann alle Blätter gleichzeitig mörsern und spart so Zeit. Und drückt, ohne dass es Haro merkt, auf den Stoppknopf. Ob Mörser oder Reibe, das Ergebnis kann sich bei beiden sehen lassen. Aber ein wenig mehr Platz hat gereicht, damit Bernd den letzten Punkt holt. Damit geht heute der Tagessieg an Profi Bernd. Fehlen nur noch die grünen Pfannkuchen, denn die beiden wollen die indonesische Leckerei natürlich auch probieren. Aus Palmzucker und Kokosraspeln macht Haro die Füllung, während sich Bernd um den Teig kümmert. Und der Palmzucker schmeckt auch sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Bin aufs nächste Mal gespannt. Bis zum nächsten Mal. Lecker. Mmh.